So, liebe Leute, der nächste Katalog ist dran. Jetzt haben wir nochmal Year Long. Allerdings ist das hier der spezielle Katalog für die Pyramid Cakes. Wie ihr seht, jede Menge CE-Zertifikate oder was auch immer. Ach nee, das ist nicht CE. Das sind irgendwelche chinesischen Zertifikate. Alles in Chinesisch, kann ich euch leider nicht vorlesen. Hier ein paar Notizen. Hier ist auch nochmal, wie auf dem anderen Katalog, dieser Kreislaufsystem von dem Pyromold-System. Hier so der ungefähre Aufbau von den Pyromold Cakes mit den einzelnen Komponenten. Genaue Fotos davon. Hier ist der Vergleich zwischen den normalen Feuerwerkscakes und den Pyramid Cakes. Was da natürlich, welche Arbeitsschritte alle wegfallen. Zum Beispiel das Papier zu schneiden, das Papier zu rollen, das Sizing, die Größe einzurichten, Trocknung, die Rollen, die Röhren einzeln zu schneiden, die Röhren zu Cakes zu verbinden, die Rohre zu stopfen mit Schlamm oder Matsch, wie hier so mit Matsch steht hier so schön, das wäre ja Matsch, aber es ist ja eher Gips. Und die Zusammenstellung der Effekte. Das fällt für bei den Pure Modes natürlich alles weg. Doppelt so schnell wie normal. Hier steht natürlich, dass es benutzerfreundlich sei. Normales Feuerwerk ist von aus Papier hergestellt. Pyromold Cakes recyceltem Papier. Die Pyromold Cakes halten einen höheren Druck aus als die im normalen Papier Cakes. Auch die Schusshöhen sind beständiger als wie bei den normalen Cakes. Und es ist auch beim Bekleben relativ einfach, weil die Oberfläche glatter ist als bei einem normalen Cake. Hier sehen wir dann noch die unterschiedlichen Größen, in denen die Pyramid Cakes angeboten werden. Auch die Schusszahlen variieren hier: 88 Schuss, 188 Schuss, 100 Schuss, 169 Schuss, nochmal hier 100 Schuss und diverse Abmessungen natürlich. Wenn ich hier jetzt sehe, sind 188 Schuss wohl das Maß aller Dinge, mehr geht nicht. Hier auch noch mal ein paar andere Formen der Cakes. Hier auch. So. Und das Backcover ist natürlich das gleiche wie bei dem anderen Yilong-Katalog.